Ja, hi ho und hi ho und willkommen, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde, zu einem neuen Let's Test von mir. Wie man schwer erkennen kann, mache ich heute einen Let's Test von Die Zwerge. Einem Spiel, das auf dem gleichnamigen Roman basiert, den ich sehr, sehr liebe. Also ich habe den ersten Band vollständig durchgelesen und bin jetzt schon beim zweiten Band. Und freue mich darauf, jetzt hiervon ein Let's Test zu machen und dieses Spiel zu spielen. Ja, wie man es schon am Hauptscreen sehen kann, geht richtig die Action ab in dem Spiel und ich bin gespannt darauf. Gut, ich würde sagen, wir starten einfach direkt in die Kampagne und sehen, was da auf uns zukommt. Ich habe nämlich selber keine Ahnung, was ich von dem Spiel erwarten soll. Also los. Tipp, pausieren den Kampf per Leertaste und gib deinen Helden in Ruhe neue Befehle. Oh, das ist sehr schön. Taktik. Vrakas hat uns aus Stein gemacht, um das geborgene Land zu schützen. Gegen Orks, Ogre und alle anderen Scheusale Tions. Wir sind die Hüter des geborgenen Landes. Wir sind die Kinder des Schmieds. Wir sind die Zwerge. Schlüssel zum Erfolg, okay. Das Intro war schon mal episch. Du kannst das Spiel jederzeit per Leertaste pausieren. Die Kamera bewegst du mit der mittleren Maustaste und dem Mausrad. Oh, und wir steuern als erstes Glandalin. Klicke links unten auf Sprungangriff und drücke E und wähle dann das Ziel auf dem Schlachtfeld. Okay, erst einmal in den Einstellungen kurz. Setze ich mal die Lautstärke etwas runter. Im Kampf ist das nämlich dann doch ein bisschen laut. So, und Sprungangriff. Auf ihn. Das wäre das. So. Wir klopfen uns mit Orks. Gucken wir mal. Mächtiger Hieb. Also ich habe jetzt das Spiel pausiert. Das klappt ja schon mal ganz gut. Wir haben mächtigen Hieb. Mächtiger Schlag, der viel Schaden bei wenig Gegnern macht und sie zurückwirft. Sturmangriff. Über mehrere Meter der Gegner beiseite stößt und die Sprungattacke. Und da unten, das sind wahrscheinlich unsere Aktionspunkte, die sich jedes Mal regenerieren. Also würde ich sagen, versuchen wir mal die drei wegzuheben. Und stürmen mal freudig hier herein. Bin unterwegs. Ja. Das wäre das. In Ordnung. Ist schon mal ziemlich viel Action gleich vom Anfang an. Auch wenn ich leider weiß, wie das hier schon ausgeht aus den Büchern heraus. Das hier ist nämlich der Kampf um die hohe Pforte. Jede Spezialfähigkeit kostet Aktionspunkte. Das sind die blauen Punkte unter dem Lebensbalken. Du erhältst sie mit der Zeit und durch Kills wieder zurück. Ja. Oh. Ich sehe gerade, meine Gesundheit sieht nicht so gut aus. So, töte erstmal den. Ein Geschenk aus der Werkstatt. Oh, wir kriegen einen Gegenstand. Geh rüber zur Kiste, klicke darauf, sobald das Benutzensymbol erscheint. Mit den Granaten kannst du... Naja, sei kreativ, okay. Das finde ich ja schon mal gut. Diese Geschenke gebe ich gerne an die Grünhäute weiter. Mhm. Gut, wir haben 10 Granaten. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen rauszoomen.
Es ist echt cool, den Kampf an der hohen Pforte mitzuerleben. Oh, und wir sind geheilt worden. Gut. Hier, Orks. Eine Granate für euch. Das wäre das. Komm her, du. Ja, die Orks hören halt nicht auf zu kommen. Sind zu viele. So. So. Sind zu viele. Komm her, du. Okay. Das sieht schon mal nicht so gut für uns aus. Auf ihn. Zumal unsere Verbündeten hier auch schon angeschlagen aussehen. Okay, wir haben es geschafft. Mein König, was tut ihr hier? Schon seit vielen Zyklen stand Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften, nicht mehr an vorderster Front, um sich den Geschöpfen Tions entgegenzustemmen. Der ernste Blick des Königs streift über das Schlachtfeld und die Verteidiger. Wir sind zu wenige. Das weißt du so gut wie er. Doch Verstärkung wird nicht kommen. Zu Hunderten liegen tapfere Krieger in der Festung im Sterben. Die Krankheit greift um sich. Sie bringt Schwäche und Tod. Bleibt auf euren Posten! Seid so standhaft wie der Granit, aus dem wir gemacht sind. Nichts kann uns brechen. Vrakas ist mit uns! Charaktere unten links oder mit Tab wechseln. Mehrere auswählen per Shift oder Auswahl-Eck ziehen. Okay. Gut, wir haben jetzt König Giselbart als neuen Helden. Das heißt, wir haben jetzt zwei Helden zur Auswahl. Ja, Heldenbefehle geben. Du wirfst einfach mal schön da was rein. Und du, was kannst du, Giselbart? Ein seitlich geführter Schlag, der mehreren feinen Schampf zufügt und sie zur Seite wirft. Giselbart springt mit seinem Hammer auf den Boden und betäubt Gegner in der Nähe. Das klingt gut. Einmal motivieren, bitte. So, wo ist unser zweiter Held? Da. Gib den gleich nochmal eine Granate. Und du schlag einfach mal volle Kanne da vorne zu. Wir müssen erstmal gucken, dass wir die Ogre loswerden. Solange die Ogre uns im Weg stehen, können wir nicht an die Katapulte ran. So. Bomben wir mal ein bisschen von der Brücke runter. So, und dann den zweiten Ogre töten. Versagt. Was? Neu starten, okay. Ich habe wohl gerade was verpasst. Fängt ja schon mal gut an, ne? Muss ich jetzt ganz von vorne, nein. So. Pausieren, Leertaste. Was denn? Da motivierst du mal alle. Du kannst ihm was verpassen.
Und wir bomben uns wieder den Weg weiter frei. Was unterwegs? Ich glaube, wir boxen uns mal durch und versuchen, die Katapulte zu zerstören. Ich will dich gerne auswählen. So. Ups. Ja, jetzt weiß ich, was passiert ist. Ich glaube, ich habe aus Versehen den König runtergeschmissen vorhin. Jetzt gerade nämlich wieder. Ja, levelspezifische Möglichkeiten, Schaden zu verursachen. Was denn? So. Du stürzt dich erstmal in die Schlacht. Du motivierst. Gib den einem Schwinger. Du bomb mal ein paar von der Brücke runter. Und da muss erstmal der weg. Was sind eigentlich das für Dinger hier unten? Ah, Questlog. So, das war der zweite Oker. Das heißt, wir drängen die mal einfach zur Seite. Und stoßen weiter vor. Und gucken, dass wir diese Katapulte tot kriegen. So, wo bist du? Du bist hier. Am besten nochmal gleich. Du hast das Katapult gleich kaputt. Dann kannst du hier meine Bombe reinwerfen. Mir fehlt ein Punkt. So, heil mal jeden. Jetzt müsstest du das Katapult zerstören können. Gut. Das sind diejenigen, die uns in den Stollen angegriffen haben. Wir konnten sie nur unter großen Verlusten zurückschlagen. Komm her! Und ich spalte dich wie einen Strohhalm, verräterischer Elb. In seinem Zorn strahlt der alte König grimmige Macht aus. Und keines von Sitalias Kindern könnte gegen ihn bestehen. Doch das schlanke, hochgewachsene Wesen auf dem Rücken des Nachtmars grinst nur höhnisch auf euch hinab. Du irrst. Wir sind Albe. Wir sind gekommen, um die Elben zu vernichten. Alle friedvollen Geschöpfe im geborgenen Land stehen unter unserem Schutz. Und ihr könnt das Tor nicht öffnen, das euch seit der Erschaffung der Welt den Weg ins geborgene Land versperrt. Wir nicht, aber vielleicht einer der euren? Das kann nicht sein! Schweig, du Narr! Frackers, vergib mir, was ich jetzt tun werde! Schnell formiert euch! Ihr müsst sie aufhalten, bis ich das Tor wieder geschlossen habe. Was denn? Auf jeden Fall tolle Einlage. Ich wollte eigentlich die Granate werfen, aber egal. Bin unterwegs. Die paar Orks kriegen wir noch tot. Nur die, die auf der anderen Seite warten. Könnten etwas schwieriger werden.
Ja, der König schafft es langsam, die Runen wieder zu schließen. Bin unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Sehr schön. Wie kommen wir eigentlich hier wieder weg? Ach, hey. Sieh mich an. Dein Tod heißt Sintoras. Deine Stunde ist gekommen. Ich nehme dir das Leben und das Land nimmt dir die Seele. Verschwinde aus meinen Augen, Spitzohr. Ich will mich noch ein wenig am geschlossenen Tor erfreuen. Das Tor mag sich geschlossen haben, aber wenn du dich durch die Macht des Landes wieder von den Toten erhebst, wirst du einer von uns sein. Und du wirst es öffnen. Niemals! Meine Seele zieht zu Frakas. Nein. Deine Seele gehört nun dem Land. Und damit gehörst auch du ihm auf ewig. Und stirb. Kehre zurück. Und gib uns das geborgene Land. Ja, das war der dramatische Anfang, wie ich ihn auch aus dem Prolog des ersten Bandes kenne. Und ja, ich war jetzt schon richtig fasziniert von den ganzen Zwischensequenzen und allem. Ist richtig schön gemacht. Du bist ein Perfektionist, Tungdil Bolofar. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Wenn man sich nicht mehr auf die Schmiedekunst eines Zwerges verlassen kann. Worauf dann? Und das ist unser Protagonist. Gut, jetzt haben wir mal Dialog. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen für ein Rollenspiel, keinen Dialog zu haben. Was kann ich für dich tun? Du siehst schrecklich aus, kurze Nacht. Was kann ich für dich tun? Für mich gar nichts. Aber für Lord Ionan. Er möchte dich in seinem Studierzimmer sehen. Im Geiste gehst du alle Vorfälle der letzten Zeit durch, die den Unmut des Magus heraufbeschworen haben könnten. Abgesehen von einigen kleineren Streitereien mit seinen Famuli ist seit dem Vorfall mit deinem Bart nichts Erwähnenswertes geschehen. Du nickst. In Ordnung. Ja, und zwar, Tungdil ist unser Hauptcharakter, also der Protagonist des Buches. Und Lord Iolan ist der Magus, der ihn aufgenommen hat, nachdem er als kleiner Zwerg ausgesetzt wurde. Und da sind wir auch in dem Behausung von Lord Iolan. Mitten in Berg. Also er hat keinen Magierturm wie die meisten anderen Magusse, sondern lebt lieber im Untergrund. Du siehst schrecklich aus, kurze Nacht. Du siehst schrecklich aus. Alter Charmeur. Die Magd wirft dir einen gespielt vorwurfsvollen Blick zu. Ikana hat die halbe Nacht gequengelt. Als du deine Zähne bekommen hast, habe ich dich immer auf den Arm genommen und bin mit dir durch den Stollen gegangen. Du hast mit meinem Bart gespielt und ich habe dich in den Schlaf gesungen. Frala lächelt. Sie hat die Geschichte schon oft gehört. Das ist jetzt 23 Zyklen her, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht gesungen hast. Gebrummt vielleicht. Wenn es stimmt, was du über die Lebensdauer von Zwergen gelesen hast, wird es noch 300 Sonnenzyklen und mehr dauern, bis du in die ewige Esse gerufen wirst. Die Gewissheit, eines Tages Fralas Tod zu erleben, macht dir das Herz schon heute schwer. Ich lasse den Magus besser nicht zu lange warten. Wir sehen uns später. Es gibt Gulasch. Okay, wir können uns jetzt ein bisschen umsehen. Wir können das Tor ansehen. Es soll Zwerge geben, die ihr Leben lang nie den Himmel gesehen haben. Und auch du fühlst dich wohler, wenn du Felsen über dem Kopf hast. Wenn da nur nicht das Verlangen wäre, mehr von der Welt zu sehen, das mit jedem Jahr stärker wird. Aktueller Nahrungsstand und täglicher Verbrauch. Tag deines Abenteuers, das fängt ja schon mal gut an.
Charaktere, Gruppe, Inventory. Schmiedearm. Ein mächtiger Schlag, der viel Schaden bei wenig Gegnern macht und sie zurückwirft. Kennen wir ja. Dickköpfig. Passiv. Bei Lebensenergie unter 30 hält Tungi auf Bonus auf Rüstung und Schaden. Fängt ja schon mal gut an. Gold. Fralas Anhänger. Ein Schutzsymbol des Tungi. Ja, das übergeben wir wahrscheinlich noch nach der Story. Leben haben wir. Erfahrungspunkte können wir sammeln. Oh. Vor 30 Zyklen hast du hier zum ersten Mal den Schmiedehammer geschwungen. Niemand hat dir das Handwerk gezeigt. Es hatte dir genügt, dem alten Schmiedlot Ionans bei der Arbeit zuzuschauen. Wann immer die Schmiede leer stand, hast du geübt und mit Leichtigkeit das Handwerk gemeistert. Die Story-Fetzen hier sind auch cool. Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen, was man so alles anklicken kann? Betrachte das Ledertuch, den Amboss. Es gab eine Zeit, als du den schweren Hammer kaum heben konntest. Heute spürst du ihn fast nicht mehr und er fühlt sich wie eine Verlängerung deines Arms an. Das Schmieden liegt dir im Blut. Das hier scheint Tungils Kämmerchen zu sein. Ledertuch. Okay, wir haben eine Axt. Damit haben wir schon mal unsere Waffe, würde ich sagen. Questbuch. Sprich mit deinem Ziehvater Lord Ionan, du findest ihn in seinem Studierzimmer. Jo. Ein Varkas-Altar. Also Varkas ist der Alles, Gott der was du Zwerge. Über Zwerge weißt du aus Büchern. Der göttliche Schmied hat die Zwerge geschaffen und du opferst ihm von Zeit zu Zeit einige Goldkrümel. Es ist das Wertvollste, das du Varkas zu bieten hast. Da müssen eigentlich viele Goldkrümel liegen, hä? Alles, was du über Zwerge weißt du aus Büchern. Der göttliche Schmied hat die Zwerge geschaffen und du opferst ihm von Zeit zu Zeit einige Goldkrümel. Es ist das Wertvollste, das du Varkas zu bieten hast. Pferdefigur. Du hast gestern Nacht an Sunjas Geburtstagsgeschenk weitergearbeitet. Die Kleine ist verrückt nach Pferden. Du hingegen hältst dich lieber von ihnen fern, wenn du ihnen nicht gerade Hufeisen anpassen musst. Zu viele Beine und viel zu groß. Mhm. Ja, typisch Zwerg. Kann halt nichts mit Pferden anfangen. Aber ist cool, dass hier so viele nette Story-Elemente drin sind. Also ja, was ich schon gehört habe. Hey, Unterirdischer, komm in die Küche, wir brauchen dich. Yolosin, ein Famulus der vierten Stufe und so etwas wie dein Lieblingsfeind unter den Magierschülern, wirft dir einen abfälligen Blick zu und verschwindet, ohne deine Antwort abzuwarten. Mhm. Betritt Lord Iolans Studierzimmer, betrachte die Treppe. Lord Ionans Stollen verfügt über Labore, eine Bibliothek und private Räume für die Famulus. Oh, da geht's tief runter. Zusammen mit der Schmiede, der Küche und den anderen Wirtschaftsräumen ergibt das ein stattliches Anwesen. Verglichen mit den Höfen der anderen Magi ist der Herrschersitz von Ionanda jedoch klein und wenig prachtvoll. Eine Karte wäre noch nicht schlecht. Stibitze etwas essen. Warum nicht? Hey, was soll das werden, Unterirdischer? Wir essen hier noch. Warum holst du nicht deine eigene Portion? Kann ich da etwas essen, Stibitzen? Jo, 25 XP und wir haben 2 Rationen mehr. Das ist doch schon mal ein Anfang. Der wird wahrscheinlich auch meckern. Der Schmied? Brauchst du was? Ist der in Gold durchgebrannt, als du ihn beschlagen wolltest? Auf unseren Tellern ist er jedenfalls nicht. Gut, bevor ich in die Küche gehe... Oh. Betrachte die Famuli. Von den rund 200 ausgewählten Menschen, die unter Lord Ionans Aufsicht lernen, worauf es bei der Kunst des Zauberns ankommt, kannst du höchstens eine Handvoll leiden. Mit der flüchtigen launischen Magie hast du nichts am Hut. Dein Reich ist die Schmiede. Mhm. Naja, Zwerge und Magie sind sowieso immer so zwei Problemchen. Ich würde sagen, da drüben ist die Küche, also gehen wir mal den Weg entlang. Verlasse Lord
Iolans Stollen. Nein, das machen wir wahrscheinlich noch nicht. Was sollen wir jetzt schon auf der World Map anfangen? Ja, dann gehen wir mal kurz in die Küche. Wobei ich auch schon wieder weiß, was hier passiert. Sonst verbrennt mir mein Gulasch. Du erkennst sofort, wo das Problem liegt. Eine Kette, mit der die Kessel über einen Flaschenzug bewegt werden, hat sich aus der Halterung gelöst und der Kessel sitzt auf der Feuerstelle fest. Die Last ist schwer und keiner der Magus-Schüler, die sich selbst beim Küchendienst für etwas Besseres halten, traut sich, etwas zu unternehmen. Man könnte sich ja die Finger verbrennen oder gar schmutzig machen. Typisch Magier. Repariere die Halterung. Gibt sicher Erfahrungspunkte. Es wäre schade ums Gulasch. Ich habe nämlich Hunger. Hier, halt das. Unterhalte dich ein wenig mit dem Famulus. Untersuche die Halterung gründlich. Mit möglichst viel Besorgnis in der Stimme sagst du: Oh, das sieht gar nicht gut aus. Zufrieden bemerkst du, wie Jolosin der Schweiß aus den Poren schießt. Das zahle ich dir heim, Unterirdischer. Unterhalte dich. Weißt du noch, wie du mir den Bart mit irgendeinem Zauberkram gefärbt hast? Ich muss den mir abschneiden. Du streichst dir über deinen für einen Zwerg ungewöhnlich kurzen Bart. Verflucht, das ist schwer! Presst der junge Mensch aus zusammengedrückten Lippen hervor und lässt den Topf etwas absinken. Wage es nicht, mein Gulasch zu ruinieren, Bursche! Die Köchin mit den stattlichen Unterarmen funkelt den jungen Mann an und nach kurzer Überlegung verstärkt er seine Anstrengungen wieder. Ich finde auch den Erzähler toll. Du elende Missgeburt! Einen Augenblick lang hoffst du, dass der Famulus tatsächlich seine Hand gegen dich erheben würde. Doch dann kommt er zur Vernunft und verlässt mit hochrotem Kopf die Küche. Ihr beide habt euch gesucht und gefunden. So, 50 Erfahrungspunkte, ist auch gut. Gucken wir uns mal die Bierfässer an. Das Bier, das zum Stollen geliefert wird, soll das beste Bier Idoslans sein. Es ist auf jeden Fall dein Lieblingsbier. Aber du hast auch nicht genug verschiedene Biere getrunken, um es wirklich vergleichen zu können. Ja, gut. Damit können wir wohl mal zu Lord Iolan gehen. Lord Iolan hat dich nicht nur bei sich aufgenommen, er hat dir auch das Lesen und Schreiben beigebracht. Doch dir ist gerade nicht danach. Erst recht nicht, weil du jedes der Bücher fast auswendig kennst. Und die Musik ist schön. Beachte die Missionsszene, immer sein Frontal an, die auf die beste Lösung. Für Zwerge schon. Meister Lord Iolan, Thrala sagte, ihr wünscht mich zu sprechen? Ah, Tungdil, komm herein. Dort drüben im Schrank findest du einen Beutel. Hol ihn bitte heraus. Er enthält Artefakte meines ehemaligen Famulus Goreen, die ich ihm zurückgeben möchte. Er lebt am Schwarzjord, 300 Meilen von hier entfernt. 300 Meilen? Eine lange Reise. Wen wollt ihr damit beauftragen? Ich dachte da an dich. An mich? Es gibt keinen besseren für diese Reise. Du hast dir einiges an Wissen angeeignet und bist beinahe ein Gelehrter. Manch Famulus weiß weniger über das geborgene Land und seine Bewohner als du. Es ist Zeit, dass du hier mal rauskommst und die Welt mit eigenen Augen siehst. Das würde ich gerne. Was befindet sich im Beutel? Vielleicht treffe ich unterwegs andere Zwerge. Ich mache mich gleich auf den Weg. Was befindet sich im Beutel? Magische Gerätschaften. Am besten lässt du den Beutel zu, wenn du Unglücke vermeiden willst. Zwerge mögen Magie nicht besonders und die Magie mag euch auch nicht. Brakas gab uns so viel handwerkliches Können, dass Magie in unseren Körpern keinen Platz mehr hat. Um genau zu sein, jedes Mal, wenn du Magie zu nahe gekommen bist, endete das in einer Katastrophe. Vielleicht treffe ich unterwegs andere Vielleicht Zwerge. Vielleicht treffe ich unterwegs ja Zwerge. Ja, vielleicht. Aber mach dir nicht zu große Hoffnungen.
Und du solltest vorsichtig sein, mit wem du sprichst. Nicht jeder dort draußen mag Zwerge. Wie Kobolde. Sie entführen Zwergenbabys und verkaufen sie an Magi, habe ich gehört. Nicht das beste Geschäft meines Lebens. Aber was sollte ich tun? Die Langnasen drohten, dich in den nächsten Fluss zu werfen. Sei auf der Hut. Pass auf den Sack auf und verliere ihn nicht. Palandiel sei mit dir. Und dein Vrakas natürlich auch. Ich breche sofort auf. Auf Wiedersehen, Lord Ionan. Ja. Palandiel ist die Göttin des Lichts übrigens. Es ist besser, Lord Ionan jetzt seiner Arbeit zu überlassen. Du hast bereits einen Auftrag erhalten und solltest so schnell wie möglich aufbrechen. Er soll schließlich nicht denken, du hättest bereits vor dem Aufbruch Heimweh. Mhm. Lord Ionan, der Rucksack des Famulus. Dein Vormund, der Magus Lord Ionan, hat dich gebeten, deinen Rucksack mit einigen magischen Utensilien zu seinem ehemaligen Famulus Goren zu bringen. Goren lebt am Schwarzjoch, einem Tafelberg in der Mitte des geborgenen Landes. Gut. Durch die Tür geht's nicht raus. Können wir uns noch von jemandem verabschieden? Gemüse, Brot, Käse. Aber mit der Köchin ist nicht zu spaßen. Viele schmerzende Fingerknöchel haben dich gelehrt, dass sie mit dem schweren Holzlöffel umzugehen weiß. Und dass sie möglicherweise Augen im Hinterkopf hat. Mhm. Das Abendessen betrachten. Im Kessel blubbert das Gulasch. Du saugst die warme Luft durch die Nase ein und der Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich bin dein Pate, kleiner Wurm. Ich werde später auf dich aufpassen, so wie ich auf deine Mama aufgepasst habe. Die kleine Ikana greift nach deinem schwieligen Finger und lächelt dich mit großen Augen an. Das ist niedlich. Gut, das Gulasch haben wir betrachtet. Können wir ja noch mit Fralla reden. Hallo, Fralla. Hm? Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Du holst drei Hufnägel hervor, die du sorgfältig zu einem Schutzsymbol zusammengefügt hast. Es ist nicht das edelste Geschmeide des geborgenen Landes, aber... Ein Blick in Fralas Gesicht zeigt dir, dass es ihr darauf nicht ankommt. Sie strahlt vor Glück, als sie den Anhänger nimmt. Für mich? Aber warum denn? Weil du so etwas wie eine kleine Schwester für mich bist und ich dich vermissen werde. Hättest du ihr sagen können. Doch du belässt es bei einem Schulterzucken und einem schiefen Lächeln. Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Ich brauche Proviant für 300 Meilen. Du strahlst über das ganze Gesicht. Endlich bekommst du die Gelegenheit, einmal etwas von der Welt zu sehen. 300? Tungdil, das ist kein Botengang mehr, das ist eine richtige Reise. Warte, ich habe hier das Richtige dafür. Aber lass es nicht die Köchin sehen. Ich gehe zum Schwarzjoch. Ich werde einem ehemaligen Schüler des Magus ein paar Dinge zurückbringen. Du steckst das Schwarzbrot, die Würste und den Schinken ein. Genug Essen für die ersten Tage deiner Reise. Vielleicht treffe ich sogar einige Zwerge unterwegs. Fralla wirft dir einen vorsichtigen Blick zu. Es ist ein heikles Thema, von dem du nicht lassen kannst. Es gibt nicht viele Zwerge hier unten. Du bist der Einzige in Idoslan, soweit wir wissen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht einfach so aus dem Felsen geboren worden sein. Irgendwo in den Bergen habe ich einen Stamm, einen Clan, vielleicht eine Familie. Ja, vielleicht. Fralla hat dich schon mehr als einmal daran erinnert, dass Lord Ionan die Zwergenstämme angeschrieben hat und keiner von ihnen einen Zwergenjungen vermisste. Ich muss aufbrechen. Ich will heute noch ein gutes Stück Wegstrecke hinter mich bringen. Ja, schade, die Labor... Ups. Inventar hinzugefügt, Fallers Salztuch.
Naja. Und wir haben für 19 Tage Ration. Gut, ich habe jetzt aus Versehen den Text weggeklickt. Und kann den da wahrscheinlich nicht nochmal anzeigen lassen. Nein. Gut. Ja, was ich gerade sagen wollte, die Szene mit der Explosion, die wurde jetzt mal dezent weggelassen. Aber ich glaube, das hätte das Ganze auch wirklich in die Länge gezogen. In wenigen Augenblicken hast du das Schwarzjoch auf der Karte gefunden. Es liegt südöstlich von Porista, etwas mehr als auf halbem Weg zwischen der Stadt des Magus Nudin und Lothionans Stollen. Du folgst dem Weg vom Stollen zum Berg mit deinem Finger. Auf der Karte wirkt es nicht weit, aber es wird die größte Reise deines Lebens sein. Da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, ich habe das erste Buch regelrecht verschlungen. Und es ist schön, das Ganze jetzt auch mal in Bildern zu sehen. Mit Szenen und allem. Helden können verletzt werden. Ja. Wie schön, dich wiederzusehen, Lothionan. Es ist schon ewig lange her, seit wir uns das letzte Mal gegenüberstanden. Nudin, wie schön. Bitte, nimm Platz. Nein, aber danke, mein Freund. Die Angelegenheiten sind äußerst dringend und ich habe nicht viel Zeit. Du musst sofort nach Lios Nudin kommen. Das tote Land regt sich. Bist du dir sicher? Wie kommst du darauf? Ich entdeckte es vor ungefähr 60 Umläufen bei einem Besuch an der Grenze. Unsere Bannschranken sind schwächer und durchlässiger geworden. Die Albe haben ihr Land verlassen, ja, und eine große Rotte Orks ist in das geborgene Land einmarschiert. Konntest du den Zauber mit deiner Magie stärken? Nein. Allein kann ich den Schaden nicht beheben. Wir brauchen die vereinte Macht der Sechs. Die anderen vier sind schon unterwegs hierher, aber wir brauchen auch deine Hilfe. Ich werde so schnell wie möglich nach Porista aufbrechen. Oh, und da du ja sowieso kommst, könntest du doch auch gleich die Gelegenheit nutzen und mir die Dinge mitbringen, die ich dir ausgeliehen hatte. Natürlich. Ich habe sie bereits in einem Beutel verstaut. Oh, vielen Dank. Wir werden deine Ankunft erwarten. Okay, Nudin haben sie echt gut getroffen. Muss ich ehrlich zugeben. Völlig geblendet vom Sonnenlicht kneifst du schon nach wenigen Schritten die Lider zusammen. Die Zeit unter der Erde hat dich derart empfindlich werden lassen, dass du im Schatten einer mächtigen Eiche Schutz vor der Helligkeit suchst. Ah, ja, gut. Oh ja, das geborgene Land. Und da ist das Schwarz ja schon mal. Können wir uns ja mal angucken, wie groß es hier ist. St. Pur. Idoslan. Gehe weiter. Hier sind wir gerade. Und ja, hier ganz weit oben. Genau. Das hier müsste mal die graue Pforte gewesen sein, wo wir das erste Mal gekämpft haben gerade vorhin. Oder hier. Ist schwierig auf der Map ganz genau zu erkennen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal weiter, so. Du erreichst einen kleinen See an einem Birkenwäldchen. Deine Füße schmerzen und deine Augen brennen noch immer vom ungewohnten Sonnenlicht. Dennoch kannst du dir ein Grinsen nicht verkneifen. Du hast am ersten Tag deiner großen Reise ein ordentliches Stück Wegstrecke hinter dich gebracht. Du schlägst ein Lager auf und legst dich auf dem harten Waldboden schlafen. Als du dich am nächsten Morgen erhebst, spürst du Muskelkater in deinen Beinen. Doch du verscheuchst die wehleidigen Gedanken und wirfst dir deinen Rucksack über die Schultern. Du bist ein Zwerg und Zwerge jammern nicht.